So, hallo und herzlich willkommen. Jetzt gibt es mal wieder einen kleinen Vorspann von der Ranch mit der werten Kamerafrau hinter den Kulissen. Und ja, jetzt wollte ich auch noch mal ganz kurz vor dem Video sagen, wie das jetzt mit meiner neuen Homepage abläuft. Da kommt ja die ein oder andere Frage. Also, die ist ja jetzt fertig und ihr habt sie ja auch für gut befunden. www.angel-readings.de. Und da kann man unter der Rubrik Readings oder am Handy gibt es drei Striche, dann geht es ein Menü auf, gibt es Readings. Da steht, was ich alles tue. Darunter habe ich noch Videos jeweils dazu gemacht, wo ich die einzelnen Legungen eben erkläre. Und da kann man direkt auch ein Reading buchen. Und was bedeutet das? Also, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt mal das große Deck haben oder eine Karma-Legung, dann gehst du da rein, dann hast du einen Text, da kannst du mir auch wie auch bei WhatsApp schreiben, worum es dir geht. Und kannst auch gleich aussuchen, ob du PayPal oder Überweisung magst. Also alles völlig unkompliziert. Und ich kriege das dann alles aufs Telefon. Dann sehe ich das schön übersichtlich und setze mich dann auch gleich mit dir in Verbindung. Na? Also das wird jetzt in Zukunft nicht komplett anonym ablaufen, sondern wir treten auch schon vorher miteinander in Verbindung, dann über WhatsApp, weil du hinterlässt ja da auch deine Handynummer. Und ja, wer möchte, kann das auch gerne mal ausprobieren. Ist ganz, ganz einfach. Und ja, da freue ich mich auch schon auf euer Feedback. Vielleicht gibt es ja noch Optimierungsbedarf. Na? Okay, also schaut mal rein auf der neuen Homepage. Die ist wunderschön geworden. Und jetzt, ja, jetzt gibt es neue Karten. Der Ciro Maiketti hat ja diese wunderschönen Lenormand-Karten gemacht, die ihr schon alle kennt. Und so, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, wie ihr unschwer an der grünen Tischdecke erkennen könnt, bin ich jetzt gerade auf der Pferderanch in unserem schönen Liegezimmer. So, ja, und jetzt haben wir natürlich hier mal wieder ein Orakel für euch gemacht. An der Stelle lasst euch gesagt sein, es ist fürs Kollektiv, das heißt also für die Allgemeinheit. Wenn ihr damit in Resonanz gehen könnt, ist das schön. Ja, wenn nicht, dann schreibt mich an oder beziehungsweise jetzt neuerdings, ja, kannst du auf meiner Homepage angel-readings.de auch unter der Rubrik Readings schauen, was denn da für dich geeignet ist. Das hier wäre jetzt so ein klassisches Basic Reading. Die Frage, die wir heute legen, ist, wird er sein Herz bald für mich öffnen? Das ist eine Legung, die habe ich für eine Bekannte gemacht. Sie ist einverstanden, dass ich das nochmal auflege für das Kollektiv, um zu sehen, ja, wie denn hier so die Energien sind. Und wie gesagt, wenn du nicht in Resonanz gehst, dann besuch mich gerne auf meiner Homepage und dann schaust du dir mal an, was ich so alles tue und vielleicht meldest du dich ja dann bei mir. Da würde ich mich drüber freuen. So, aber jetzt wollen wir hier erstmal schauen, ja, wird er denn sein Herz bald für dich öffnen? Die Frage ist jetzt hier, die wir gelegt haben. Ja, ich habe meinen Impuls schon bekommen. Die Hauptenergie ist ja hier wieder am Ende des Missions, die Unterseite des Kartendecks. Also hier sehe ich, ist es hier alles noch so ein bisschen schleierhaft, ne? Hier sind die Wolken gefallen. Das ist ja eine Karte so für ein bisschen für das Undurchschaubare, ja, für das Unklare. Also hier ist gerade eben überhaupt keine große Klarheit zu sehen, was ihn jetzt angeht. Wir sehen ihn auch hier oben an der Stelle liegen und da schaut er ja schon ganz gebannt auf die Karte, die Masken. Ja? Und die Masken, das ist eine Karte, ja, da geht es immer darum, da ist man ja hin und her gerissen, man hat zwei Gesichter, man hat kein klares Ziel vor Augen, man ja weiß nicht, ob Hü oder Hott, ja, ob Hui oder Pfui, also hier schaut er drauf und ich sehe hier auch an der Karte der Lupe, dass er da irgendwie ja noch dabei ist, etwas genauer zu betrachten, ja, also auch in Bezug auf deine Person, auf dich, da ist er jetzt gerade noch wirklich im Unklaren, man weiß noch nicht so recht, wohin geht's denn so, typisch Mann, na, ein bisschen abwägen, schauen, ein bisschen Dinge untersuchen, bei irgendwas ist der Mann sich jetzt gerade eben noch nicht so wirklich im Klaren, ja. Ich sehe aber hier an der Stelle, da ist die Karte die Wege gefallen, ja, hier geht's immer darum,
einen Weg zu beschreiten, sich für einen Weg zu entscheiden, einen Weg zu gehen. Ich möchte jetzt hier nicht von Trennung reden. Also hier geht es wirklich darum, dass der Mann, ja, dass sich für den Mann hier eine Entscheidung auftut, die vielleicht auch gar nicht so lange auf sich warten lässt. Der Klee ist für mich auch so eine Frühlingskarte, wo der Klee dann herauskommt und anfängt zu wachsen. Also lang kann es nicht mehr dauern. Das sehen wir hier auch an der Karte, die Uhr. Da heißt es dann auch immer, ja, es braucht alles noch so ein bisschen Zeit, es dauert noch ein bisschen, bis der gute Mann sich mal darüber im Klaren geworden ist, was er denn möchte. Ja? Also hier, die Entscheidung steht an, die wird kommen, nicht heute, nicht morgen. Und hier ist auch der Klee zu sehen, das kleine Glück. Also das ist etwas, was jetzt hier noch bei sich, bei ihm wachsen muss. Ja, also hier muss etwas gedeihen. In Liebesfragen der Klee ist das für mich auch immer ja etwas, was sich entwickeln kann. Etwas, was wachsen kann. Auch der Klee wächst ja, ne? Von daher hier in Liebesfragen, der Klee ist erstmal hier nur das kleine Glück. Und der Mann ist hier gerade noch dabei, Dinge zu untersuchen oder etwas genauer anzuschauen, was ihn hier so ein bisschen unsicher werden lässt, ja. Aber es wird schon, hier steht die Entscheidung an. Da kann es gut sein, dass hier gegen Frühling mal eine Entscheidung fallen wird, wie denn der gute Mann sich, ja, in welche Richtung, dass er denn da tendiert. Denn was dich angeht, du liegst ja hier unten im Deck. Du weißt auch von seiner Hin- und Hergerissenheit, du hast das im Kopf und du hast auch die Uhr im Kopf. Das heißt, du weißt schon, dass das jetzt nicht heute oder morgen passieren wird. Schaust aber auch hier auf die Karte der Liebe. Eine sehr, sehr schöne Karte, also mit die schönste Karte im Deck. Die Liebeskarte, die hast du quasi fest im Blick. Und ja, wenn es um dein Herzblatt geht, sieht es mir hier gerade eben so aus, als wärst du da auch bereit, auf ihn zu warten und die nötige Zeit zu investieren. Ne? Du hast ja auch sogar den Ring bei dir mit in der Reihe, drehst dich aber davon weg. Das heißt, die ist schon irgendwie klar, dass das momentan irgendwie nichts wird. Also du hast das auch schon eingesehen, hast aber die Liebe fest im Blick. Er hat hier die Entscheidung auch für die Liebe bei sich liegen. Also wenn ich das Deck jetzt im Ganzen deuten soll und die Frage stelle, wird er mir bald sein Herz öffnen, dann würde ich dieses bald so ein bisschen in Frage stellen. Momentan nicht. Aber er ist auf einem guten Weg und irgendwann wird er sich auch mal über seine Gedanken im Klaren sein und dann den ersten Schritt auf dich zumachen. So nehme ich das Deck hier wahr. Da heißt es jetzt einfach noch ein bisschen Geduld haben, weil allzu lange kann es jetzt nicht mehr dauern, aber ganz so schnell geht es dann auch nicht. Na? Okay, ja, das war die Beispiellegung jetzt für euch. Also das Orakel des Tages wieder für euch. Möchte ich euch natürlich gerne auch zur Verfügung stellen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut gerne auf meiner Homepage vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen drauf. Wenn euch die Dekoration von meiner Mutter gefallen hat, dann gebt dem Video auch einen Daumen drauf. Und ansonsten, ja, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video.